Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squads. Episode Nummer 101. Das ist ganz schön komisch, das jetzt so zu sagen, aber egal, wir machen das natürlich trotzdem. Wir ziehen es weiter durch. Es gibt keine zweite Staffel irgendwie von Episode 1, wie es mir vorgeschlagen wurde. Nein, wir machen weiter mit den großen Zahlen und wir wollen anfangen, wie wir es beendet haben, und zwar mit einem 7-Minute Squad. Und wir wollen auch anfangen, wie wir angefangen haben mit einem 7-Minute Squad. Eventuell heute der 400. Sieg in meiner ganzen 4-15 Karriere, zumindest in Ultimate Team, wäre durchaus möglich, aber zunächst einmal wollen wir natürlich schauen, was für ein Team wir bauen. Wenn ihr selber Coins braucht, um Teams zu bauen, schaut bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich unterstützen, würde mich selber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung, denn es bringt euch was und es bringt mir gleichzeitig auch noch was. Also wäre sehr, sehr nice. Die Coins sind relativ günstig immer noch. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein Like auf dieses Video da lassen. Auch das ist eine großartige Unterstützung. Wenn wir 1000 Likes schaffen, letzte Episode, so krass, 2000 Likes plus. Also wirklich heftig, heftig, heftig. Ich habe mich mega darüber gefreut. Das heißt, auch auf dieses Video wäre ein Like really appreciated. So, wir suchen unseren ersten Spieler für diese Episode und gehen dafür auf Seite 2 und suchen. Ich glaube, ich nehme den Inform. Ah, nee, das ist scheiße, weil den kannst du kaum verlinken. Obwohl, wir könnten mal ein Silberteam bauen eigentlich. Wir könnten mal ein Silberteam bauen oder ein Silber-Gold-Team bauen. Nehmen wir Inform Chikawi, habe ich auch im Verein. Und dann nehmen wir noch einen anderen. Komm, dann nehmen wir jetzt auch auf. Gehen wir auf 10.000 hoch, weil Chikawi ist ja so ein bisschen dazwischen und ihr wisst schon Bescheid. Dann schauen wir mal eben nach. 8.000, ach komm. Erste Seite und dann nehmen wir dann. Torres, doof hier, blöd. Quagliarella, ist auch doof. Suchen wir mal einen Silberspieler. Warten wir mal auf den ersten Silberspieler, beziehungsweise suchen wir mal einen Silberspieler. So. Malanda, Dembele. Ist das der Dembele? Das ist der Dembele. Na ja, guck mal an. Dyer, Hollebas, Kouyaté, Arroyo, Emre Can, Jiménez. Das ist alles nicht so interessant hier, beziehungsweise nicht so vernünftig. Wie wär's mit Saido Berraino? Aber das ist auch doof eigentlich. Weil zwei Stürmer ist halt scheiße, wisst ihr? Kogia hätte ich gern genommen. Forsberg. Ja, der Inform ist einfach viel zu teuer. Munir. McKay Steven ist anscheinend zu Celtic gewechselt. Aha. Interessant. Gabriel Okore. Es gibt echt nichts Interessantes, kann das sein? Was Silberspieler angeht? Das ist echt erschreckend. Suchen wir einfach mal. Na komm, wir machen es anders. Wir suchen jetzt einen Silber-Torwart einfach. Preis ist egal. Nicht Stürmer, Torwart. Torwart. So. Und müssen wir auf der ersten Seite was aussuchen. Der ist vom Afrika-Cup. Vielleicht nehmen wir den mal. Vielleicht nehmen wir den mal. War den ruhig, oder? Owono Ebang, außer jetzt kommt hier was richtig Interessantes. So ein Kopa zum Beispiel, aber der ist viel zu teuer natürlich. Mal so ein Owono Ebang. Ja, komm. Nehmen wir mal Owono Ebang. Wird auch scheiße schwer zu verlinken sein, aber dann haben wir wenigstens eine richtige Herausforderung. Owono Ebang. Der Didier, ja, schönen Vornamen auf jeden Fall. Und schauen wir mal nach, was wir daraus zaubern können. Wie viel kostet der? Mehr? Mehr. Okay, aber 9.900, da habe ich ja gerade schon gesehen. Das ist ja bei den Silberspielern nicht unter Discard, aber auch nicht sonderlich weit drüber. Der hat sogar Attributkarten, was natürlich nochmal besser macht. Gabun kommt aus der KV Ost, genau, Ostender heißen die, ganz komischer Name. Egal, in die aktive Mannschaft. Jetzt müssen wir noch Informationen uns aussuchen, aber das dürfte relativ easy sein. Wobei, wir haben Chikawi. Das ist natürlich noch eine ganz gute Frage. Nehmen wir 4-3-3-4, würde ich sagen. Nehmen wir 4-3-3-4. So, Chikawi haben wir dann im Sturm. So, da ist er. Zack. Und dann machen wir eben die Zeit. Sekunde. Timer. 7 Minuten. 3, 2, 1. Und Start. So, alles klar. Jetzt müssen wir irgendwie hinkriegen, gibt es gabunische Spieler außer Aubameyang? Ich kenne keinen. Aber das kann auch einfach an meiner extremen Schwäche liegen, was afrikanische Nationen angeht in FIFA. Zumindest so ganz unbekannte, so Gambia oder sowas. Kenne ich auch nochmal. Nee. Innenverteidiger gibt es sogar aus. Ah, Ekwele Manga. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Theoretisch zumindest. Tatsache. So, Rechtsverteidiger gibt es auch. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Linksverteidiger gibt es nicht. Okay, alles klar. Innenverteidiger von Ostende vielleicht oder aus der Pro League. Wäre ganz interessant zu wissen. KV. Aus, nicht Mechelen, Ostende.
Ja. Ideal. Ideal, würde ich sagen. Hammer, ist ja brillant quasi, ne? Wenn ihr das Spiel gerade gesehen habt. Eredivisie Innenverteidiger. Gibt es da irgendwie ein Interessantes bei? Karambodji ist gut. Hat er einen Link? Ja, hat er. Zu Chimanga. Zack. So, dann brauchen wir noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Am besten aus der Pro League. Wobei, ja doch. Wobei gibt's nicht. Gucken wir mal nach, ob es einen Tunesier aus der Pro League gibt. Ich glaube nicht, aber ich habe gerade jemanden im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob er in der Pro League spielt. Ich glaube, der spielt in einer anderen Liga. Ja. Okay, Alter Schwede. Natürlich nicht einfach jetzt, ne? Wir könnten auch. Komm. Machen wir anders. Kabase, genau so heißt der. Inform. Da ist der so. Okay. Dann haben wir schon mal den Strongling zwischen den Innenverteidigern. Dann machen wir. Gibt es irgendwie einen Linksverteidiger aus Senegal? Ja, gibt es. Gibt es. Wirklich überzeugen tue ich das noch nicht, aber. Ich denke gerade an Ben Hatira. Weil irgendwie muss ich ja auch Chikawi verlinken. Wobei das natürlich auch anders geht. Mit Chiomiento. So. Den packen wir als zentralen Mittelfeldspieler einen Schweizer hin. Den gibt es für rechte Flügelspieler aus der Schweizer Raiffeisen-Liga. Marcos Rojas, das ist natürlich interessant. Steffen, der geupgradet wurde. Christoffi ist auch nicht schlecht an sich. Gibt es bei Thun oder bei Sion einen zentralen Mittelfeldspieler aus der Schweiz? Ist jetzt die Frage. Wenn es bei Thun einen gibt, wäre natürlich ideal. Gibt keinen. Ein Zehner, Frontino. Frontino. Nicht so geil. ZDM. Oh, Hediger. Immerhin 85 Physics. Das heißt, das würde gehen. Das würde gehen. Sion. Kein Schweizer, zumindest hier nicht. Und hier auch nicht. Zehner. Nur so Fedeli, aber der ist nicht sonderlich gut. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Komm, nehmen wir einfach diesen Sechser da, den Bronze-Sechser von Thun. BSG hier gebaut, Hammer. Wobei, warte mal, das ist scheiße. Gibt's einen Rechtsverteidiger aus der. Was gibt's denn da? Da gibt's eh nichts Gutes. Da gibt's keinen aus dem Senegal und da gibt's auch hundertprozentig keinen aus Belgien. Oh, Mann. Hat Genk einen aus Belgien. So Perfect Link mäßig. NLW wird es dann nicht mehr, aber. Das ist natürlich scheiße, wenn du so zwei Nationen nimmst, die überhaupt nicht zusammenpassen. Wo auch keine Links gibt. Da gibt es nur einen Jongja. Scheiße. Andere Formation, geht nicht anders. 4-3-3. Noir. 4-3-3. So. Dann nehmen wir jetzt einen Jongja. So. Den muss ich auch kriegen. Dann nehmen wir links einen. Gibt es einen Linksverteidiger aus Belgien in einer anderen Liga?
Scheint nicht so. Ja, doch, Philipp Dahms, aber der ist halt langsam wissen wir nicht mehr. Sieht nicht gut aus. Dann nehmen wir doch glatt die senegalesische Variante. Mit Dramé. Suare, aber den. Na, Dramé können wir ja auch nehmen. Boah, komm, Dramé, ist egal. Dann holen wir uns einen linken Flügelspieler und einen rechten Flügelspieler aus. Einen linken Flügelspieler und einen zentralen Mittelfeldspieler aus der Serie A. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Swiss League. Die Schweizer Raiffeisenliga. Raiffeisen Superliga. Und holen uns da ein ZM von Zürich. Gibt natürlich Gilles Yapiapo, gar keine Frage. Alles teuer. Chiumiento können wir dann auch nehmen. Ah, das hat viel zu lange gedauert, aber das lag an der Planänderung. Na gut, okay, dann hat die erste Folge nach der 100 schon mal nicht geklappt, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich vervollständige ihm das Team und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich was Gutes hinbekommen habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wir haben 8 Nationen und 3 Ligen. Das ist nicht ganz so krass, aber immerhin sind es 8 Nationen, ja. Und es ist nicht Nowlings Wasted, deswegen habe ich hier entschieden, noch einen zweiten Goldspieler mit reinzunehmen. Wir haben eine Inform-Defensive, beziehungsweise Inform-Infanterie und Inform-Torwart. Kara hat mich jetzt 60.000 gekostet und hier eher 100.000 um den Dreh. Also, naja, ich denke mal, das Team ist vollkommen in Ordnung. Dann haben wir noch Chigawi vorne drin, das ist auch okay. Und ich würde sagen, wir springen in ein Spiel und ich sehe euch gleich wieder, wenn ich einen Gegner habe. Das ging äußerst schnell heute. Lads on Torrey 2, das heißt, ja, ich erwarte was. Ach du Scheiße, ey. Als hätte es letztes Mal nicht gereicht mit dem Pace, ne? Jetzt kommt sowas hier. Wir haben zwar Totti und Pjanic, die nicht ganz so schnell sind. Dafür braucht Gervinho, Ibabo und Dumbia in der Spitze. Rechts DeAndre Jedlin, der auch ordentlich schnell ist. Ich weiß gar nicht, wie der Innenverteidiger heißt. Rimando noch dazu, Marvel Wynn. Der gar nicht auf volle Chemie kommt. Aber naja. Juhu. Wo war das denn bitte ein Foulspiel, Alter? Das ist wieder so lächerlich und er hat so viele gute Freistöße, unter anderem natürlich Totti oder Pjanic. Zum Glück vorbei. Chikawi gefällt mir bisher sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings gibt es ein Problem und zwar natürlich seine Defensive, denn die ist so bombenschnell. Nicht mal bombenstark, einfach bombenschnell, dass sie da gar keine Chance hat. Das war jetzt dumm, aber ich kann ja sowieso keine Beispiele liefern, denn Vorführeffekt. Aber dann können sie den Ball nicht behaupten. Frei mit dem 1:0. Da kommt der Schuss im Rückraum, weil er vollkommen frei steht. Und den haut er dann natürlich auch in den Winkel rein. Keine Chance für Rimando. Der ist ja allgemein nicht so groß, deswegen kann er doch nicht rankommen. Und das ist halt der Nachteil, weil verteidigen können die Verteidiger halt nicht. Die sind halt einfach nur schnell. Marvel Wynn mit dem Fehler. Und frei mit dem Strich. Okay. 1:1, weil Ibabo hier durchpaced. Und ich gerade eine Nachricht bekommen habe, dass mein Account gehackt wird, beziehungsweise es versucht wird, meinen Account zu hacken. Was ich natürlich überhaupt nicht cool finde und ich werde auch gleich den Kundenservice mal anrufen. Weil so ja nun nicht. Ja. Hammer. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich werde hier gehackt, es geht gar nicht. Es ist nicht lustig, deswegen kann ich mich nicht wirklich konzentrieren, aber dagegen hätte ich wohl oder übel eh nichts machen können. Oh, shit, ich wusste, Costa kann gute Freistöße, weil er den reinmacht, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Mit der roten Karte verbunden vom Gegner, wunderbares Tor auf jeden Fall. Ich kann mich trotzdem nicht wirklich konzentrieren. Das geht mir gerade extrem auf Eier. Er hat schon 4 E-Mails von EA bekommen und jedes Mal wieder mit, ja, bla bla bla, dein Fall und hier, Verbindung abgebrochen, unterdrückte Nummer. Hammergeil, egal wer du bist, ich werde dich finden, ich werde dich aufschlitzen, du Hurensohn. Chikawi mit der Übersicht und der Liga Gonzalez kann ihn nicht reinmachen. Warum mache ich es nicht alleine? Ich weiß es nicht. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Komm, Chikawi, das gibt's nicht. Der ist 2 rote Karten mittlerweile schon. Der Andre Jettler hat auch noch rot bekommen und ich krieg den Ball trotzdem nicht ins Tor. Vielleicht jetzt mit dem Boggi. Nein, kommt nicht ran. Pirotti kommt auch nicht ran. Tammer.
Verlängerung, na klasse. Oh Mann, 93. 92 soll ich machen rein. Warum nicht vorher, Chikawi? Warum nicht vorher? Oh, du kannst gegen diese Pace-Nutten einfach nichts machen, ne? Ich habe auf der anderen Seite schon einen Elfmeter verballert, den ich euch nicht zeigen werde, weil ich da viel zu unkonzentriert und viel zu dumm war. Und dann kommt hier wieder diese Pace-Nutten. Ich bin so auf den Sack, ne? Gott sei Dank ist Pirotti da. Und der ist halt in zweimal Unterzahl, ne? Deswegen muss ich das Ding jetzt auch hier gewinnen. Ja. Ja gut, das war jetzt nicht so erwartet, aber von mir aus. So, da quittet er auch direkt mal. Das ist doch ein schönes Ende für diese Episode, oder? Ah, Chikawi mit einem Doppelpack. Ich hoffe, das zählt als Doppelpack, aber das Tor steht da oben ja schon, von daher müsste es so zählen. Und dann verabschiede ich mich jetzt schon mal, weil das lädt hier jetzt noch Stunden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wäre eine großartige Unterstützung. Genauso schaut bei Random vorbei. Link ist auch dazu in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.